Hallo Freunde, hier geht es jetzt um Modern Warfare, das Modding für eine schärfere Grafik und ja, hier auf reshade.me könnt ihr das Programm runterladen. Neueste Version 4.4.2 und wenn ihr die Datei dann habt, führt sie als Administrator aus, weitere Informationen und so weiter und so fort. Dann haben wir hier das Tool. Hier haben wir den Reiter Select the Game to Install It. Das machen wir. Wir suchen jetzt den Ordner, wo euer Spiel ist. Bei mir ist es jetzt auf C, bei euch könnte es woanders da sein. Und wählt die Modern Warfare Exe aus. Dann öffnet ihr die und wählt unten die Direct 3D 10, 11, 12 aus. Ja? Dann drückt ihr Ja. Also überschreiben von existierenden, falls ihr ja, Reshade auf dem PC hättet. Ich hab's nicht, deswegen egal. Und wie möchtest du die Standardeffekte vom Reshade runterladen? Ja, wollen wir. So, dann bekommt ihr hier eine Liste. Und in dieser Liste braucht ihr Folgendes nicht. Wir unchecken alles und wählen aus. Adaptives Schärfen, also adaptives Schärfen FX, dann Luma Schärfen, eine fehlt noch, Colorful FX, also Colorfulness. Und ihr braucht, wo ist denn jetzt V? Vibrance. Hier, Vibrance FX. Dann drückt ihr OK, schließt das Programm, öffnet Modern Warfare. Jetzt ist der Reshade Mod in Modern Warfare 1, wie ihr das erkennen könnt. Später Reshade ist drin. Jetzt lädt es die, die Dienste. Und wenn ihr die auf der Tastatur POS1 drückt, das ist einen Moment noch. Gleich haben wir es. Uno momento, guys. It's load a little bit longer. Es lädt einfach ein bisschen länger, weil momentan Battle.net und MW ein wenig Probleme haben beim Login. Doch das wird gleich soweit sein. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mit diesem Mod könnt ihr die Grafik verbessern, weil das Spiel eine sehr matschige, unscharfe Grafik hat. Und dadurch könnt ihr besser sehen. Es ist farbenfroher und so weiter. Wenn ihr im Menü seid, könnt ihr einfach die Position 1 drücken. Dann wird das aufgemacht. Das Menü, ihr fahrt mit der Maus rüber und klickt einfach alle an. Und dann unten sollte der Performance Mode angeklickt sein. Ja, und dann habt ihr sie aktiviert. Macht einmal Reload. Noch einmal aktivieren. Und dann wieder Position 1 drücken und es ist getan. Das Spiel ist jetzt grafisch gemoddet. Also mit einem Overlay versehen und das verbessert die Schärfe, die Farben, macht das Spielerlebnis einfach viel schöner und um das euch zu demonstrieren, werde ich euch jetzt auch kurz das vorführen mit einer, ich hoffe, sehr guten Aufnahme, um das auch rüberzubringen. Man kann es vielleicht auch im Menü sehen.
Also ich bin von diesem Mod sehr, sehr zufrieden und überzeugt, denn das Spielgeschehen ist einfach nur, ja, grandios mit diesem Mod. Aber das müsst ihr selber testen und Abfahrt. So sieht jetzt das Team Spiel aus. Deathmatch. Es Die ist Demon Dogs wollen spielen. einfach nur schärfer und farbenfroher. Also ich bin sehr zufrieden damit. Magazin wechseln. Man könnte statt Colorfulness auch HDR nehmen. Also im Menü vorhin, wo wir die Filter ausgewählt haben, statt Ich beschütze. Colorful nehmt ihr HDR. Das macht das Spiel ein bisschen dunkler, aber auch farbenfroher. Es simuliert einen HDR-Monitor und ja, ich finde, macht auf jeden Fall Laune, so zu spielen. Und Kontakt! ja, wenn man einmal anfängt zu zocken, dann kommt man natürlich auch gleich wieder in den Suchtfaktor. Auch die Stellen im Spiel sind jetzt heller, die vorher ein bisschen düster waren. Feindlicher Das ist mit Helikopterschütze dem nähert sich. HDR-Modus nicht. Ja, dann ist es dunkler. Feind hat die Hälfte geschafft. Die gleiche Zahn zu. Das Modden von Modern Warfare, was die Schärfe und die Grafik und die Farben angeht. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr in den Reshade-Optionen das Spiel auswählt, die HDR reinnehmen. Also das heißt hier die Colorful raus und den HDR. Gibt es denn noch? Fake HDR FX, genau, das ist hier. Also das heißt, es simuliert einen HDR-Modus. Dadurch wird das Bild auch noch mal ein bisschen schöner. Ja, so. Also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Mod helfen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat und euch das Spielerlebnis weiter so gefällt, dann lasst den ganzen einen Daumen nach oben. Anna Quanner freut sich darüber und ja, reingehauen. Ciao.